Wir befinden uns in der Kirchstraße in Altbach, stehen vor einem Haus im Vollbrand. Heute Morgen gegen 7.40 Uhr wurde die Feuerwehr hier alarmiert. Die eintreffenden Feuerwehrkräfte am Feuerwehrhaus, das hier gleich um die Ecke steht, haben das Haus schon im Brand angetroffen. Gleichzeitig ist ein Tankzug vorm Feuerwehrhaus gestanden mit einem brennenden Ölschlauch. Es sind zwei Personen von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet worden, schwer verletzt. Die wurden im Rettungsdienst übergeben und abtransportiert. Der Tankzugfahrer ist ebenfalls schwer verletzt, wurde mittlerweile auch dem Rettungsdienst übergeben. Aus dem Nachbargebäude wurden zwei Personen von der Feuerwehr über Leitern gerettet, da das Treppenhaus verraucht war. Da sich hier ja teilweise auch um einen Brand von flüssigen Medien handelt, nämlich das Heizöl, wurde mit Schaum im Endeffekt die Flüssigkeitsoberfläche damit abgedeckt. Im Endeffekt, die Schwierigkeit ist das, dass man halt das Haus nicht betreten kann und den Brandeinsatz vor allem von außen machen muss. Es sind im Endeffekt insgesamt über 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Es sind vier Feuerwehren, also die Altbach, Deitzesau-Blochingen und die Stadt Esslingen. Wir sind mit zwei Drehleitern, über zwei Drehleitern im Einsatz und im Endeffekt vier Strahlrohre im Außeneinsatz. In Altbach wurde heute früh ein Brand gemeldet. Meine Kollegen sind gegen 8 Uhr verständigt worden. Offensichtlich hat sich sofort herausgestellt, das ganze Gebäude stand in Flammen. Hintergrund war wohl ein Tankvorgang. Das Haus wurde heute mit Heizöl beliefert. Und während des Tankvorgangs sind wohl die Hausbewohner mutmaßlich mit einer Bauleuchte hinzugekommen. Die ist dann in dem Moment geplatzt während des Tankvorgangs und offensichtlich kam es in der Folge durch dieses Platzen der Lampe zu einer Verpuffung, die dann unmittelbar diesen Großbrand ausgelöst hat mit entsprechenden Verletzungen der Bewohner. Im Moment unbewohnbar, klar, wir schauen auch in die angrenzenden Häuser, wie sieht dort der Schaden aus, müssen wir die Leute unterbringen. Hier sind wir auch in Kontakt mit Vertretern der Kommune hier in Altbach, die sich auch sofort bereit erklärt haben, entsprechend die Leute dann unterzubringen, die jetzt durch diesen Brand beeinträchtigt sind. Wir sind dabei, jetzt die Grunddaten aufzunehmen. Unser Kriminaldauerdienst ist auch vor Ort und der wird diesen Vorgang dann auch übernehmen. Ja. Bei den Verletzten handelt es sich um die Bewohner des betroffenen Gebäudes, die sich zum Ausbruch des Brandes im Gebäude befanden. Die wurden beide durch diesen Brand schwerst verletzt. Ja, der Tankwagenfahrer hat den Tanklastzug noch weitergefahren vom brennenden Gebäude weg und hatte aber selber schwerste Verletzungen. Außer diesen dreien gab es Gott sei Dank keine weiteren Verletzten. Also aktuell gehen wir davon aus, dass die beiden Bewohner in Lebensgefahr schweben. Ja, wir sind jetzt noch mit Betreuungskräften vor Ort, betreuen die Anwohner hier, die aus den Gebäuden vorsorglich evakuiert wurden, und wir sichern noch den Einsatz der Feuerwehr. Der Rettungsdienst war jetzt mit vier Rettungswagen und drei Notärzten sowie einem leitenden Notarzt hier.